Ach so. Da habe ich die Logistics Crafting. Die Eisensachen, die Ofensachen, willst du die auch irgendwo oder willst du die lieber? Ich würde mal sagen, die Truhe hier vorne bleibt. Knauf, jetzt habe ich die falschen gebaut hier. Die sollen da hin. 3, 4, 5. Und dann muss das Ding nämlich genau andersrum sein. Hier, der muss andersrum, der muss andersrum, der muss andersrum, der muss andersrum. So, dann wollen wir den ganzen Dreck mal produzieren. Was macht er denn jetzt hier? Hier möchte ich reinhaben. Du wirst jetzt erstmal... Der lässt das jetzt hier durchjagen. Ist ja auch egal. Compressed Cobblestone. Und zwar muss da der erste rein. Hier muss dann der Double Compressed rein. Hier muss der Triple Compressed rein. Und da muss der Quadruple Compressed rein. Und jetzt habe ich wieder irgendwas hier. Hier sind die Quintuples dann drin. Und dann haben wir eigentlich, glaube ich, erstmal genug Pflastersteine. Die kann ich eigentlich erstmal rausnehmen. Hier, die haben hier drin nichts zu suchen. Eine Werkbänke drin, falls du mal suchst. Ich suche erstmal gar nichts. Muss erstmal gucken, dass er mir hier den Blödsinn richtig einstellt. Warum pumpt er die jetzt da raus? Das soll er doch gar nicht. Das finde ich jetzt gerade merkwürdig. Ich glaube, ich muss das anders machen. Gucken wir mal. Sie weg. Muss ich. Wie mache ich das jetzt am dümmsten? Ja, auch deine interne Tanks-Dinger, die brauchen wir auch nicht ins Lagersystem schmeißen. Warte mal, ich muss den mal abschalten hier. Jetzt muss ich erstmal gucken, was jetzt hier passiert. Aus irgendeinem Grunde ist er der Meinung, er müsste nicht das tun, was er tun soll. Die kommen raus. Die Pflastersteine knall ich hier erstmal wieder rein. Dann pumpen wir die mal ab. Mal sehen, was er jetzt dazu sagt. Ja, die pumpt er auch weiter. Was soll denn das? Das soll er eigentlich gar nicht. Nur die hier wieder raus. Eieieiei. Hier funktioniert auch wieder gar nichts. Theoretisch sollte das funktionieren. Ich weiß nur nicht, warum es nicht tut. Vielleicht pumpe ich in die falsche Richtung. Das kann natürlich auch sein. Normalerweise habe ich das System andersrum aufgebaut. Ich versuche das mal von der anderen Seite her hinzubauen. Oder ich lasse das für dieses Mal und probiere es aus. Vielleicht ist es auch einfach nur mal wieder, weil irgendwas abgestürzt ist. Das heißt, wenn du noch Steine findest, pack sie erstmal ins Fass. Ich habe den Trichter dazwischen erstmal rausgerissen. Der soll erstmal nichts tun. Die Steinverwurstung schaltet. Ich habe alles, was ich an Steine hatte, schon rausgesucht in den Kisten. Das ist sehr schön. Dann baue ich nämlich die ganze Maschine gleich mal ein bisschen anders auf. Aller Anfang ist schwer. Ja, ja, das ist nicht so simpel. Habe ich hier gerade gefunden. Auch da rein. Upp. So, nehmen wir das mal alles weg hier, was hier ist. Die möchte ich anders aufgebaut haben. So, was haben wir jetzt hier noch so Schönes? Das kann erstmal alles zu hier. Du
wirst genau nachher zwei Truhen überbehalten. Über dir sind noch ein Haufen Schienen auf der Truhe. Die sind da oben raufgeflogen. Mach nix, geh gleich los. Ja, nimm sie weg, bevor sie decayen. Die können nicht so schnell decayen, ich will nur einmal die Pounge leer machen und dann... Ja, das sagen sie alle. Ruhig. So, ich würde sagen, ich baue jetzt hier hinten... Dann hau ich nämlich die Truhe kaputt und dann kommen sie automatisch mit runter. Ah, so. Wo sind Schienen? 4, 5... jetzt ja nicht mehr. So, das heißt, ich muss jetzt die hölzernen Transportrohre hier zwischensetzen wieder. Baue ich das mal so rum auf, mal sehen, ob das was bringt. Jetzt hat der Stein, der in der Truhe lag, jetzt weg. 1, 2, 3, 4. Das ist doch schön. Technik, die begeistert. Ja, aber da haben mehr Steine dazu geschmissen. Plötzlich ging's. Er schob das Dings mehr nach links und mit einem Mal da ging's. So, hier müssen rein die Compressed Cobblestones. Die will ich dann hier drin haben. Hier, hörst du mal auf, mich mit Eiern zu beschmeißen, sonst spawnen dann noch Küken. Schneebälle. Double Compressed. Jetzt sag nicht, du hast die Schneebälle verwurstet. Ach, Quatsch. Die brauch ich noch für die Bienen und fürs Verzaubern. Vielen Dank. Hab ich nicht. Eieieiei. Hab ich extra gesammelt, weißt du? Triple Compressed. Quadruple Compressed. Versuchen wir mal, ob das so funktioniert. Quintuple Compressed. So, dann wollen wir mal gucken. Jetzt brauche ich erstmal sämtliche Compressed. Es regnet mal wieder, das ist ja meine Lieblingsbeschäftigung. Echt? Mir wird das ja ziemlich ankotzen, wenn es regnet. Aber wenn du das schön findest, naja. Ich habe ja eben Mutti Mutti gehört hier. Mutti Mutti? Ja, Mutti Mutti habe ich eben gehört. Ach der. Mutti Mutti, meine Schneebälle. Ja, ja. So, gucken wir mal, ob das jetzt geht. Aha, er behält sie drinne. Double Compressed? Du gottverdammtes Drecksding, warum pumpst du die jetzt schon wieder quer hier? Mann, nerv nicht, hab ich hier mehr Auftrag hier. Also ich weiß nicht, was das soll, aber er tut nicht das, was er soll hier. Dieses Drecksding von Maschine. Komisch. In meiner Farmwelt hier hat das wunderbar funktioniert auf diese Art und Weise, aber hier will er es nicht. Dann muss ich das vielleicht doch über die Logistics-Gedönse machen hier, muss ich mal gucken. So, nehmen wir das mal alles weg hier. Da muss ich mir mal Gedanken machen, warum der jetzt hier nicht will, wie er soll. Das ist bestimmt auch wieder so ein wilder Bug, der jetzt hier auftaucht, weil hier alles allmählich auseinanderfällt. Wie war der Spruch, da hinten brennt die Nachbarschaft? So in der Art. Packe ich die jetzt hier rein, dann mache ich das anders. So, hölzernes Transportrohr. Hier muss ich auch noch mal irgendwann ein bisschen mehr Platz haben. Naja, sehen wir dann. So, ich würde aber fast sagen, wir können die Aufnahme jetzt eigentlich langsam mal beenden. Sonst habe ich nämlich keinen Platz mehr auf der Platte und du kannst dann auch schlafen gehen oder so. Ja, das werde ich tun. Das ist sehr schön. Gut, dann sage ich dann mal, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Und wieder völlig durch, aber da oben ist der andere gute Herr, der hier heute noch mitmachen möchte. Ja, Hangen haben wir auch eingeladen, aber der hat irgendwie, ich weiß nicht, so Studenten und so, die haben ja nie Zeit, ne? Du wolltest heute eine Rohstofftour machen, hattest du gesagt? Bin schon weg. Ich würde mal gucken, dass ich hier mal unser Lager etwas weiter ausbaue, damit wir von der Baumfarm den Kram ans Lager anschließen können und unser Engine hier die Biodieselproduktion mit ans Lager anschließen können, damit das hier alles automatisch funktioniert. Das ist hier heute so mein großer Plan. Ich muss nur erstmal wieder den Strom einschalten hier, den haben wir letztes Mal abgeschaltet. Zack, machen wir das mal an. Und den schalten wir auch wieder ein. Und dann müsste jetzt hier eigentlich alles wieder gut laufen. Gut, zunächst mal müssen wir erstmal wieder ein bisschen Biodiesel nachproduzieren. Da brauchen wir erstmal wieder ein paar Setzlinge für. Ah, Höhle. Höhle. Höhle, sagt er.
Höhle. So, nehmen wir hier die Setzlinge raus, den ganzen Blödsinn nehmen wir auch immer alles raus. Erde lassen wir drinnen. Lava. Lava warm. Lava warm. Ausgang? Ja, das ist der Unterschied zwischen der Lavatasche und der Lavatasche. Die Lavatasche macht und die Lavatasche macht au. Ja, ja. So. Der ist jetzt hier fröhlich am Nachproduzieren. Machen wir mal ordentlich was fertig hier. Kaum eine Höhle schon verlaufen, ist das geil, ey. Hammer, wa? So, was brauche ich jetzt als erstes? Ich brauche ein paar... Ja, ich brauche zunächst einmal ein paar Versorgungsgedönse. Gucken wir mal, ob wir da was haben. Logistisches Basisrohr, das ist schon mal eine recht nette Sache, aber ich möchte das logistische Modulgehäuse MK2 möchte ich wahrscheinlich nicht. Ne, das mache ich auch nicht, das mache ich mit dem... Gott, wie heißt das Ding? Logistisches Versorgungsrohr, das möchte ich nämlich haben. Requesten wir das mal eben schnell. Dann brauche ich noch ein paar Basisrohre. Und ich brauche ein paar... Pflastersteinerne Rohre, da möchte ich erstmal zwei Stacks von haben, dann sollten die erstmal lang. Und dann gucken wir mal, was wir hier machen. Dann brauche ich noch dringendst Modulgehäuse, MK2 brauche ich eins. Und ich brauche ein... Ja, ein Item-Sync-Modul brauche ich auf jeden Fall. Oh, hier ist schon gut was angekommen. Das ist das Versorgungsrohr, Basisrohre, Pflastersteine, die Transportrohren. So, das Provider, das Item-Sync-Modul ist in Arbeit, glaube ich. Auf keinen Fall Diamanten finden, ne? Nein. Alles klar. Vielleicht kommt es hier. Fünf Stück. Sieben Stück. 24 Stück. Mach mal Kiste leer, alles voll. Eieiei. Wir warten ab. So, hier habe ich noch Eisenerz, das kann ich mal eben rausnehmen. So, was haben wir hier noch, was erstmal raus kann? So, das war hier der Pulverizierer. Da können wir das gleich mal fertig malen hier. Achso, hier hatte ich letztes Mal den anderen Scheiß reingepackt. Genau, das war ja was. So, was haben wir jetzt hier noch großartig drin? Die möchte ich hier auch irgendwann noch wieder leer bekommen. Ja, gut. Das kümmern wir uns dann nachher drum. So, was ich jetzt eigentlich noch fertig machen muss, ist Dünger. Da muss hier hinten noch unbedingt was in Dünger rein. Damit wir die Baumfarm mit Dünger versorgen können. Dann machen wir das Ganze mal so. Zwischendurch reden nicht vergessen, das vergisst er mich wieder. Oder du schläfst wieder ein, das ist ja natürlich auch... Nee, das wird heute nicht so passieren. Meinst du nicht, nein? Nein. Okay, wenn du das sagst, dann reicht mir das. Wenn ich geschlafen habe, werde ich nicht einschlafen. Achso. Nicht wie letztes Mal. Oh, Pause. Oh. Ja, ja. Wir haben das. Ich habe die Rohre. Der Kram müsste doch eigentlich langsam mal angekommen sein hier, oder träume ich das? Ja, das Modulgehäuse will nicht kommen. Aus irgendeinem Grunde kommt das Modul nicht an. Hast du es nicht gebaut? Ja, ich habe das gebaut. Ich habe es requested, aber hier kommen einige Sachen nicht an. Und zwar, das Eisenzahnrad will nicht aus irgendeinem Grunde. Warum will das Eisenzahnrad nicht? Weil ich kein Eisen mehr habe. Daran liegt's. Aha! Wieso habe ich eigentlich kein Eisen mehr? Was soll denn das jetzt? Viel Eisen hatten wir wenig. Viel Eisen hatten wir wenig, aber wenn du das sagst. So, das schmeißen wir mal eben hier rein. Ach, weil ja die Eisenbahn erst fertig schmelzen musste, daran hat es gelegen. Ja. So, eigentlich können wir die Dinger hier drinnen lassen, dann hat er hier welche auf Vorrat schon drinnen. Das ist auch gut. So, jetzt müsste er eigentlich mal langsam das Modul hier haben. Na, komm hier. Jawohl, da haben wir es. Item-Sync-Modul, da haben wir es endlich.